Hallo und herzlich willkommen hier auf meinem YouTube-Kanal zu einem weiteren Film über den DJI Phantom Quadrocopter. Heute soll es einmal gehen um das hier. Das ist ein sogenannter Pitch Control Lever. Den habe ich bestellt auf der Internetseite von Shapeways. Shapeways ist eine Webseite, wo Designer 3D-Modelle hochladen können und wo ihr dann hingehen könnt und sagt, das gefällt mir. Und Shapeways druckt das dann für euch aus auf einem 3D-Drucker und schickt euch das auch zu. Natürlich nicht kostenlos, sondern ihr müsst schon was dafür bezahlen. Aber jetzt hier zum Beispiel für dieses Pitch Control Lever habe ich, glaube ich, 5 Euro für das reine Stück hier bezahlt und dann nochmal so 7, 8 Euro für den Versand. Also unterm Strich kleine 15 Euro. Nun, was macht dieser Pitch Control Lever? Er dient dazu, hier hinten auf der Rückseite der DJI Fernsteuerung Zugriff zu bieten auf den Kanal 7. Heute möchte ich euch mal zeigen, wie ihr das Ding einbaut und wofür ihr es dann benutzen könnt. So, kommen wir als erstes zur Vorbereitung. Was braucht ihr? Natürlich die DJI Fernsteuerung, ohne die geht es nicht. Dann braucht ihr etwas doppelseitiges Klebeband. Ihr braucht eine kleine Schere, mit der ihr das Klebeband zurechtschneiden könnt. Einen dünnen, schmalen Schlitzschraubendreher oder auch Kreuzschraubendreher. Und ihr braucht natürlich auch den Pitch Control Lever von Shapeways. Bei mir in der Packung waren irgendwie 2 drin. Ich denke aber mal, dass das ein Versehen ist und dass normalerweise nur einer mit dabei ist. Der erste Schritt ist zunächst einmal ein Stück Klebeband abzuschneiden, ein Stück doppelseitiges Klebeband. Das müsst ihr in einer Größenordnung, ich habe das hier schon mal vorbereitet, so von etwa 1,5 x 1,5 cm und auf einer Seite lasst ihr hier so ein bisschen was frei. Dann nehmt ihr euch den Pitch Control Lever und dreht ihn praktisch auf die Rückseite. Und hier auf diese Rückseite klebt ihr jetzt dieses doppelseitige Klebeband drauf. Als nächstes nehmen wir uns nun hier die Rückseite der Fernsteuerung vor. Ihr seht hier 2 Löcher, die sind beide mit einem X gekennzeichnet. Der Pitch Control Lever, der kommt nachher in das obere der beiden. Wenn wir jetzt den schmalen und langen Schraubendreher dort einführen, dann können wir hier auch das Poti, was sich dahinter verbirgt, auch drehen. Bitte vorsichtig, dass ihr nicht zu feste dreht. Und wenn ihr das dann gemacht habt, wenn ihr merkt, dass ihr es drehen könnt, dann dreht ihr es einmal komplett gegen den Uhrzeigersinn bis zum Anschlag. Wenn ihr das dann gemacht habt, nehmt ihr euch nun das Pitch Control Lever und setzt es vorsichtig ein bisschen rein und dreht den Hebel, sodass er etwa so auf 11 Uhr steht. Dann drückt ihr ihn vorsichtig komplett herunter. So, der müsste dann einrasten. Und wenn ihr das gemacht habt, dann probiert ihr vorsichtig aus, ob er sich komplett drehen lässt. Ob ihr hiermit jetzt Kontrolle über das Poti habt. Und wenn das der Fall ist, dann könnt ihr nun im letzten Schritt hingehen und hier dieses doppelseitige Klebeband abziehen und das Ganze final da drauf kleben. Wir überprüfen das nochmal schnell. So. Das doppelseitige Klebeband abmachen. So, dann den Pitch Control Lever hier nach 11 Uhr. Vorsichtig runterdrücken, bis er einrastet. Dann hier die Bodenplatte festdrücken mit dem doppelseitigen Klebeband. Und wenn wir jetzt das Ganze hin und her drücken, dann bewegen wir hier das Poti innen drin. Und wie sich das Ganze dann softwaretechnisch auswirkt, das wollen wir uns jetzt auch nochmal in der NASAM-Software anschauen. Dort die finale Kontrolle, dass das Ganze auch wirklich geklappt hat. So, ich habe hier am PC die NASAM Assistant Software V2 gestartet. Und hier wechseln wir in den Reiter Basic, im Bereich Basic und schließlich RC für Remote Control.
Wie ihr ja hier hinten unschwer erkennen konntet, steht hier ein X drauf und gemeint ist damit der Regler X1. Wenn ich diesen Regler jetzt einmal bewege, also diesen Pitch Control Lever, dann seht ihr schon, dass sich hier im Bereich Sticks Monitor auch der Regler X1 bewegt. Das heißt, wir können also jetzt hier über diesen Pitch Control Lever diesen Regler X1 steuern und damit Einfluss drauf nehmen, was der Regler macht. Ja, wie ihr gesehen habt, der Einbau ist relativ einfach und das Ganze funktioniert auch. Wofür könnt ihr den Pitch Control Lever nun verwenden? Die Steuerung des Kanal 7, die ist recht hilfreich. Wenn ihr zum Beispiel ein Gimbal-System an euren Copter angeschlossen habt, dann könnt ihr hier drüber die Neigung des Gimbals einstellen, live mitten im Flug. Eine zweite sicherlich interessante Einsatzmöglichkeit ist, hier drüber die Gain-Werte einzustellen, denn ihr könnt immer einen Gain-Kanal hier oder einen Gain-Wert hier auf diesen Kanal legen und dann live im Flug anpassen, bis das Ganze passt, bis ihr wirklich einen optimalen Gainwert für euren Copter gefunden habt. Ja, zum Abschluss zeige ich euch noch kurz, wo ihr das Ganze bestellen könnt. Geht dazu einfach auf die Seite von Shapeways, gebt oben im Suchfeld Pitch Control Lever ein, dann kommt ihr, oder auch Michaels Design, dann kommt ihr relativ schnell auf diese Seite, die ihr jetzt hier gerade seht. Und dort könnt ihr das Ganze dann bestellen. Es gibt verschiedene Optionen beim Bestellen, zum Beispiel was die Farbe angeht. Ich habe mich hier für die einfachste und günstigste Variante entschieden. Einfach weiß, das passt meines Erachtens auch am besten zur DJI-Fernsteuerung. Ja, das vom Versand her, meistens steht dann da irgendwas von Versandzeiten von 2 bis 3 Wochen. Bei mir hat das Ganze knapp eine Woche gedauert, dann war die Lieferung da. Ja, einfach und unkompliziert, wie ich finde, eine tolle Sache und auch preislich sicherlich absolut im bezahlbaren Rahmen. Ja, das war's von mir mal wieder. Ich sage tschüss, bis zum nächsten Mal, und wenn euch der Film gefallen hat, dann freue ich mich über eine positive Bewertung, über einen netten Kommentar da unten. Empfehlt mich bitte weiter und natürlich abonniert mich.